Seit Samstagmorgen haben hier der MAD, THW, DLRG und die Kreisfeuerwehr weitere Helfer haben hier die Erstaufnahmeunterkunft hergerichtet. Das heißt, es wurden also die Schlafräume hergerichtet, der Sanitätsbereich wurde hergerichtet. Es gibt Aufenthaltsbereiche, einen Stillraum, einen Wickelraum, einen Gebetsraum, wo es also auch Rückzugsmöglichkeiten gibt und wir auch ein Mindestmaß an Privatsphäre gewährleisten können. Und was man auch dazu sagen muss, die Unterstützung in der Bevölkerung, aber auch von den umliegenden Firmen, dort, wo man helfen kann, erfährt man sehr schnell Hilfe. Und das finde ich ist auch ein sehr positives Zeichen, gerade in dieser Zeit. Es gibt für die ehrenamtlichen Helfer eine Anlaufstelle, und zwar ist es der Malteser Hilfsdienst in Lohne. Und dort kann man am besten dann sich melden, wenn man sagt, man hat Zeit, man hat Lust, man möchte einfach den Leuten hier vor Ort helfen, die Helfer auch selber unterstützen. Und da ist natürlich auch jedes Angebot willkommen.